Wir haben ein Statement gesetzt damals an dem Pokalwochenende. Jetzt haben wir wieder eine Siegesserie hingelegt. Ich denke mal, die Jungs sind einfach sehr, sehr hungrig und heiß auf die Playoffs, weil viele von den Jungs auch noch keine Playoffs wirklich gespielt haben. Alles auf Anfang, aber nicht alles neu. Vor dem Playoff-Auftakt am Samstag in der Max-Schmeling-Halle ruht Alba Berlin sichtlich in sich selbst. Eigentlich versucht man das so beizubehalten, wie man es vorher auch hatte, damit man nichts verändert, damit man den guten Rhythmus, den man in der regulären Saison hatte, beibehalten kann. Aber klar, natürlich ist es auch eine andere Stimmung ein bisschen, weil jeder weiß, ja, es geht jetzt um viel. In der aktuellen Spielzeit gewannen die Berliner alle drei Vergleiche gegen den Playoff-Auftakt-Gegner aus Ulm. Das letzte Aufeinandertreffen in der Höhle des Löwen, sogar im Pokalfinale in Dierenhalle. Und doch ist der Respekt vor Per Günther und Co. unverändert groß. Die spielen sehr schnell im Basketball. Es ist eine Fastbreak-Mannschaft, die leben von ihren Schützen von draußen. Das müssen wir unter Kontrolle kriegen. Aber ich denke, wir haben uns viel Respekt erarbeitet die Saison über, haben sie ja schon dreimal geschlagen, müssen aber trotzdem vorsichtig sein. Und das erste Spiel in der Max-Schmeling-Halle ist verdammt wichtig. Trotz des Pokalerfolges und der aktuellen Siegesserie in der Liga, die zuletzt in einem Erfolg in München gipfelte, bei Alba Berlin gibt man die Favoritenrolle dankend ab. Über den Titel sollen andere sprechen. Favoriten sind München und Bamberg. München hat eine ganz grandiose Saison gespielt in den Erster. Bamberg ist der amtierende deutsche Meister, also da wir sehen uns überhaupt nicht irgendwie jetzt als Favoriten oder irgendwas, gar nicht, überhaupt nicht. Ich denke auch eigentlich gar nicht daran, irgendwas zu gewinnen, weil ich bin immer ein Mensch, der so von Spiel zu Spiel denkt, und ich denke jetzt erstmal an die Serie gegen Ulm, das wird schwer genug, und was danach kommt, muss man dann sehen. Kein Gerede über Titel, Alba Berlin will in diesen Playoffs ausschließlich Taten sprechen lassen.